dann wahrscheinlich nichts bewirkt. Korrekt. Statt der Stolpern irgendwas anderes anziehen. Ja. Schön zu wissen, es hat dann am Ende nichts gebracht. Dann gib mir meinen alten Stolpen wieder. Und du verzupfst dich in deine Welt. Korrekt. Ich verabschiede mich von dir. Du hast mir treue Dienste geleistet. Aber den Schrott muss ich jetzt alleine bewältigen. Schön, dass diese Viecher respawnen. Mega scheiße, die Teile. Noch nicht wahr sein, dass sie dann einfach just for fun respawnen, so wie die Bock haben. Richtig hässlich von denen. Schon ganz schön ärgerlich. Wir haben fucking viel glitzerndes Titanit bekommen. Da freut sich unsere Waffe. Hi. Ja, ich wusste auch, dass ich vorbeischauen würde, aber könntest du erstmal meine kaputte Ausrüstung reparieren für ein paar Seelen? Diese Wichsviecher haben mir nämlich das alles geschrottet. Und dann kannst du gerne meine Waffe verstärken. Wie viel braucht die eigentlich? Die braucht 4 und ich habe 5. Bumm. Sie bedankt sich. Für dieses außerordentlich großzügige Feintuning, dass die Rüstung dann doch mal eingesägt hat. Jaja. Können ja mal gucken, was jetzt bei Spielerstatus steht. Die Waffe 535 Schaden. Das ist echt übel. Gucken wir nochmal bei ihr. Ich habe wieder einen Feuersamen. Hallo. Oh, geht. Aber danke, dass du mir meine Pyromantieflamme nochmal hochpimpst. Gucken wir mal Spielerstatus. Tja. Ja, ja. Später quatschen, brauche hier ein Level up. Geht die Ausdauer echt nur um 1 höher? Kann man, was für eine Verarsche, ey. Was machen wir? Geschicklichkeit. Ah, kommt nochmal Vita hoch. So, und jetzt reisen wir nochmal ein paar Minütchen dahin. Gucken uns den ganzen Scheiß an. Hammer geil, habe ich ein Leuchtfeuer auf dem Weg übersehen? Das ist hart. Das ist echt hart. Aber da ist... Aber... Sowas passiert, ja? Sowas passiert. Und noch ungefähr 10 Minuten oder so wird die heutige Folge gehen, ja? Damit müsst ihr halt rechnen. Ein One-Hit. Inzwischen. Nope. Ich lasse meine Rüstung hier nicht zerstören. Er hätte nur unsere Ausrüstung... Alter! Wie hat er das denn gemacht? Ich war nicht mal in seiner Nähe, du Homo-Kind. Echt. Das ist kaputt gemacht, ohne... Hat richtig viel zerstört. Arschkrampe, ey. Kann nicht wahr sein. Gib mir, schmeiß mal nochmal ein Reparaturpulver rein. Ich habe mir meine ganze Ausrüstung geschrottet. Gibt's einfach nicht.
Komm her, schwimmendes Insekt. Damit war zu rechnen. Ich habe nichts gesehen. Ihr seid gestorben. Am Arsch. Beschissenste Stelle wieder einmal. Ja, du benötigst Zauber. Ja, am Arsch benötige ich Zauber. Zauber sind für den Arsch, wenn die nicht verwendbar sind. Meine Fresse, ey. Benötigst Zauber. Funktioniert doch nicht. Dafür müsste ich... Zauber funktioniert nur auf der Reichweite von 5 Metern. Das ist so behindert und lächerlich gemacht, wie weit diese Zielrange funktioniert von Zaubern. Mit dem Bogen kann ich dich aus 50 Metern wegballern, aber mit dem... Leck mich einfach, ernsthaft. Der Zauber bringt uns nichts. Das sehen wir jetzt übrigens. Zauberwaffe. Lebensreste können wir nicht verwenden, aber... Wir können das... Hauptsache, wir haben das starke Zauberschild ja schon doppelt. Mich verarschen. Danke für nix. Das kann nicht sein. Ich kann mich hier nicht bewegen. Hier sind zu viele. Das Wasser ist zu hoch. Ich laufe da jetzt einfach durch. Ohne Scheiß. Ich kann gegen die nichts machen. Als Magier kriegst du das nicht gebacken. Bogenschütze, ja. Magier, in your face, Mittelfinger und so. Der kann das nicht. Der kann das nicht. Ich kann als Magier hier nichts machen. Ich hasse diese Stellen. In Dark Souls. Vor allen Dingen jetzt, benutzt Magie, steht da davor. Den Schreiber hätte ich gern zwischen die Beine getreten, dass der quer aus dem Zimmer fliegt. So ein Affe, ey. Das ist Schwachsinn. Das funktioniert nicht. Hat's die, wird's die, funktioniert nicht. Mega Schwachsinn, ey. Jo, mach irgend so einen behinderten Move. Ruh mich auf.
Ganz ehrlich, leck mich echt. Kann doch nicht wahr sein hier. Zack, zack, zack. Will das Spiel mich eigentlich komplett verarschen? Auch noch so ein Finstergeist-Psychopath, ey. Scheiße. Ach, ich habe schon lang nichts mehr gesagt, das tut mir leid. Das Spiel hat meine ganze Konzentration gerade gefressen. Ich habe minutenlang einfach mal Stille gehabt. Aber ihr seht, hat ganz gut geklappt, als ich dann nichts mehr gesagt habe. Gut für mich. Roteisen-Zwillingsklinge, da sind auch noch Gegner. Da. Wer alle Gegenstände haben will, sollte sich ranhalten. Guck dabei ein bisschen auf den Boden, um zu gucken, ob ich hier auch lang gehen kann. Ihr seht, hier wurde es nämlich eng. Zielflugkristall, Seelenmasse. Müssen wir nämlich immer drauf aufpassen. Das war ganz schön schwer gerade, das Stück. Ich habe mich irgendwie gerade gedanklich verlaufen. Ich wusste gerade nicht mehr, wo wir sind. Der Weg hier ist nicht so leicht. Ihr seht hier, da kann man auch ganz leicht abstürzen. Gehen wir hier am Rand gucken. Kann man das hier? Kann man. Ab hier hört es aber auf. Das, was da drüben ist, ist von hier aus nicht erreichbar. Hier sieht man es.
knapp, knapp, knapp. Ein bisschen mache ich noch, weil ich sehen will, was da hinten ist. Außerdem respawnen die ja wieder, wenn ich lade. Ich bin ein Idiot, Mann, nein! Ich bin abgerutscht. Fuck, ich bin mit dem Finger abgerutscht. Ich hasse Dark Souls. Wie unglaublich schwer das ist, die hier umzubringen, ohne Witz. Boah. Einfach nur scheiße, die Stelle. Mann, ich hatte alles geschafft und dann rutsche ich ab. Das kann nicht sein. Das Spiel will mich einfach nur hart ficken, echt. Ich hasse das, wenn das auf einmal einfach so just for fun die Richtung wechselt. Ist übrigens auch ein Grund, weshalb man ziemlich häufig in Dark Souls stirbt, weil das Spiel just for fun einfach die Richtung switcht. Zum Kotzen ist das. Jetzt sind die Magier wieder da, ne? Ja, natürlich sind sie wieder da. Boah, Mann, ich will nicht nochmal in diese Scheiße rein. Das ist einfach behindert. Guck mal, wie viele da sind. Wie soll ich das denn... Ja, Massenkonzentration. Nein, fick dich. Ernsthaft. Lauf zu den Feuern. Zu irgendeiner Säule. Lauf. Lauf, du Sau. Boah, das kann nicht wahr sein, wie ich den Typen hasse, den Charakter, den man spielt. Ja, nö, wenn es ums Leben geht, dann laufe ich einfach nicht mehr weiter, weil es interessiert mich ein Scheißdreck, dass ich die ganze Zeit auseinandergenommen werde. Drecksspiel. Du bist so ein Spastiker. Ich sag laufen und das Spiel sagt fick dich dazu. Wie mich das einfach abfuckt. Klar, nochmal ein Zauberschild bewirken. Fahr zur Hölle. Ignoriere hier einfach mal alles. Wir haben übrigens jetzt schon... Ja, Spiel. Und einmal voll heilen, danke. Und wir sind wieder ein verkackter Mensch. Okay, da ist noch ein Boss. Crazy shit. Bestie voraus. Oh nö. Ich halte dich aus, kurz gesagt, Hilfe. Schwäche Kopf. Schwäche Kopf.
Ich hätte gern einen Begleiter. Einen menschlichen Begleiter. Dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Bei diesem Boss hätte ich wohl erst nächstes Wochenende dann anstreben. Großer Wahrscheinlichkeit. Ja, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit werden wir das erst nächste Woche hier anstreben. Schön zu wissen. Hier müssen wir natürlich wieder hart fighten vorher. Aber so ist das halt. Wir werden uns jetzt hier erstmal wegbeamen. Dann zu wissen, dass hier ein Boss war, war das jetzt eigentlich nur schön. Dafür habe ich eine Menschlichkeit rausgeschossen. Aber wir waren ja schon tot. Ja, das machen wir das nächste Mal. Nächstes Wochenende ist dieser Bossfight dran. Der Weg hierhin war echt scheiße. Wir müssen da mal gucken, wie wir den denn gut gelöst bekommen. Ich könnte meine Seelen in ein Level-Up ummünzen. Das würde dafür sorgen, dass wir noch weniger Mitspieler kriegen, die mit uns an unserer Seite kämpfen. Aber egal. Ich lasse jetzt schneller hier die Zeit verstreichen. Go, go. Gib Gas. Ich will noch ein Level-Up verteilen und das Wochenende damit schließen. Ja, ja, ein Rufsymbol. Hoffentlich bist du nächste Woche auch noch da. Schweren Herzens habe ich diesen Bossfight in Ruhe gelassen erstmal. Na, schweren Herzens kann man eigentlich nicht so ausdrücken. Eigentlich war das schon wirklich so gewollt, ja. Denke ich zumindest sehr. Unglaublich, wie heiß es ist. Erstmal hier Gegenstand reparieren. Es ist unglaublich warm. War mein PC so unglaublich am Laden. Nein, ich will nicht irgendeinen Scheiß kaufen. Ich will auch nichts irgendwas da. Gib mir meinen Rock da. Gucken wir mal, ob wir den noch... nein, verstärken. Ob wir den noch einmal höher bekommen. Ach, Titanitscherben braucht er. Haben wir noch eine relativ große? Ja, wir haben noch ein paar kleine Seelen. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Das Spiel und die Monsterladezeiten. Ach. Ich wollte gerade oldschoolig wie in Dark Souls 1 mit dem Leuchtfeuer das machen. Steh schneller auf. Meine Fresse. So, das langsamste Lebewesen dieser Welt. Wahrscheinlich. Ja, ANP-Wert noch einmal höher und dann als nächstes wieder Geschicklichkeit oder Stärke. Danke. Und das war's mit Dark Souls 2 von mir, dem Nefkara. Mit diesem Wochenende und ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche und wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder, wenn es wieder heißt, ja, Dark Souls 2 mit mir im Nefkara natürlich. Und dann mit einem Bossfight und da erstmal den Weg der Qualen erstmal wieder bestreiten. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche, habe ich auch schon gesagt. Wir sehen uns. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.